das Hotel Sonne. Und das ist ihr Zuhause von nämlich Nathalie und Michael Lesser. Und die beiden sind nicht nur passionierte Hoteliers, sondern auch Musiker. Und die machen echte Bregenzer Wälder Musik. Eine Kostprobe gibt's jetzt. Im schönen Mellau, ein starkes Duo, Nathalie und Michael Lesser. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, servus. Mag ich schon genau. Hallo. Das war ja jetzt richtig Bregenzer Wälder. Das ist richtig traditionell, gell? Der Dialekt noch nicht, aber das Lied auf jeden Fall, ja. Jetzt sind Sie ja nicht nur gerne Musiker, sondern Sie sind natürlich in erster Linie Hoteliers. Und das Hotel Sonne hat ja wirklich eine lange Tradition hier in Mellau. Vor allem die Oma, und das ist Ihre Oma, Nathalie. Genau. Das ist, wie sagt man da, die sündige Mellau. Das sündige Dorf wird das Mellau sündige genannt. Kind auch. Genau. Und warum die, genau? Ja, weil eben in den 50er Jahren die Oma angefangen hat, Musik zu machen, Unterhaltungsabende, Tanzabende durchzuführen, und das wurde von der Kirche nicht so gern gesehen. Aha, ist doch wirklich viel passiert? Vermutlich schon. Also da hat man schon ein bisschen was ausgelassen gefeiert. Ja, auf jeden Fall. Ist es heute auch noch so? Es ist heute sicher ein bisschen ruhiger geworden. Es ist nicht mehr so einfach, viel zu trinken und dann nach Hause zu fahren. Das darf man natürlich nicht mehr. Nein. Früher hat man da nicht ganz so genau drauf geschaut. Und ja, da waren die Feste bestimmt noch ausgelassener. Jetzt würde man ja meinen, dass da alles in Gehweite ist. In Mellau ist aber nicht so, oder? Fast. Fast? Ja, doch. Ja. Aber es war natürlich auch ein großes Publikum von weiter her und auch über die Grenzen hinaus sind die Gäste hierher gekommen, um zu tanzen und sich unterhalten zu lassen. Jetzt, Mellau hat sich ja sehr verändert in den letzten 10 Jahren. Wie haben Sie das erlebt? Also so mit dem Zusammenschluss mit der Mühls, also da, auch das Hotel Sonne ist gewachsen. Wie haben Sie das erlebt? Ja, da hat sich natürlich in der Qualität sehr viel getan im Tourismusbereich. Die Verbindung Mellauer Mühls hat einen großen Aufschwung für Mellau gebracht. Es haben außer das Hotel Sonne natürlich danach noch ganz viele andere Hotels renoviert und dazugebaut und einfach Qualitätssteigerung betrieben. Auf jeden Fall.